Oh, Jemini. Abri, abri, abri. Nein, nicht. War ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu der neuen Folge Zuschauerfragen. Fangen wir gleich mal an. Hallo Santiago, was ist eigentlich deine Meinung zu dem kommenden Film Blood and Honey? Da du ja Ferkel sprichst, würde mich deine Meinung sehr interessieren. Ich weiß noch gar nichts von dem Film. Kann noch gar nichts zu sagen. Hab weder was gehört noch gesehen. Aber ich lasse mich überraschen. Frage an alle drei. Seid ihr mit euren Rollen zufrieden? Klar, natürlich. Ja. Was ist das für eine Frage? Würden wir das sonst so lange machen? Nein, wir werden mit der Pistole gezwungen immer. Kannst du öfters Videos mit Fritz und Jürgen machen? Du? Ja, ich mach das ja nicht. Ich bin ja weisungsgebunden. Ich krieg die Anweisung immer von ganz oben. Ja. Und wir können gerne öfter mal was zu zweit, zu dritt machen oder zu viert oder so. Ja. Machen wir einen flotten Dreier. Ja, von mir aus immer. Hm. Frage an Santiago. Wie gefiel Ihnen die Rolle Monokuma? Ja, das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen habe ich mich wirklich auch angefreundet mit der Figur und das macht mir viel Spaß. Und die ist ja offensichtlich sehr erfolgreich. Frage an Fritz. Wie kamen Sie mit der Kritik der ganzen Fans damals klar? Eigentlich ganz gut, weil nachdem ich wusste, was so im Internet abgeht, konnte ich mich darauf einstellen und ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin nicht unbedingt so zart beseitet, deswegen habe ich das ganz gut verpackt. Frage an alle. Wie findet ihr die alternativen Sprecher der SpongeBob-Videospiele bzw. Spiele an sich? Dazu müsste ich sie kennen. Die kenne ich leider nicht. Ich auch nicht. Also zum Teil nur. Aber ja, aber das Prinzip finde ich ein bisschen, finde ich nicht sehr gut. Ich weiß das nur von dem ersten SpongeBob-Spiel. Wo es auch einen riesen Shitstorm gab, weil es nicht die Originalstimmen, die Originalsprecher waren. Mhm. Das heißt, die vertrauten Figuren tauchten auf und hatten fremde Stimmen. Also das ist, glaube ich, nicht sehr intelligent. Da wurde an der falschen Ecke gespart, glaube ich. Frage an alle. Stimmt es, dass es keine neuen SpongeBob-Folgen mehr geben wird? Nein. Kann ich nicht bestätigen, also. So eine Meldung kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hat Herr Ziesmer je mit Rita Engelmann zusammen SpongeBob synchronisiert? Ja, wir haben Zeiten gehabt, wo wir gemeinsam vor dem Mikrofon standen und die Szenen auch zusammengesprochen haben. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Santiago, ich habe dich damals in Dragon Ball Z als Vegeta geliebt. Dankeschön. War eine schöne Sache, war aber auch sehr anstrengend. Jürgen, könntest du dir vorstellen, bei SpongeBob eine weitere andere Rolle zu sprechen? Bei SpongeBob? Nein. Vielleicht taucht ein Zwillingsbruder auf. Ja, dann mache ich den. Aber der muss genauso aussehen und ein eigenes genau die Stimme haben, die ich brauche und oder bin. Also dann ja. Nein. Hör mal. Hättet ihr jemals gedacht, dass SpongeBob so berühmt wird? Das konnte keiner vorher wissen. Das wünscht man sich vielleicht, oder? Ja, aber das weiß keiner vorher. Und ich glaube, das hat auch keiner von uns in der Form erwartet. Nee. Das weiß man vorher nicht. Nee. Könntet ihr mal in euren Stimmen einmal sagen, It's me, Mario. It's me, Mario. It's me, Mario. It's me, Mario. Vielen Dank für eure Beantwortungen der Fragen. Ein echt tolles Video. Dankeschön. In einer Folge hat SpongeBob ja mal gesagt, dass er mit Sandy verheiratet war. War das eine der Spezialfolgen? Das weiß ich nicht. Da habe ich nicht so den Überblick. Ich kenne nur die aktuellen Sachen, die man gerade macht. Das andere ist weg. Könnt ihr mal ein Fantreffen in Hamburg machen? Ist eine Frage der Organisation. Grundsätzlich ist das machbar. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte sehr.